Ich habe jetzt eine Kindergeschichte vorbereitet. Es ging um einen Frosch. Der Frosch, das war so ein kleiner grüner Frosch wie alle anderen und lebte an einem Teich. Und der hatte so ein Häuschen da. Und in der Nähe vom Frosch lebte so ein Grashüpfer. Der war auch grün und ganz normale Grashüpfer, wie die anderen auch. Und die waren Nachbarn, aber der Frosch, der pflegte keine Freundschaft zum Grashüpfer. Der war immer schlecht gestimmt und hat immer schweigend gearbeitet, hat seine Sachen immer schweigend gemacht und hatte keine Kontakte. Der wollte nichts mit diesem Grashüpfer zu tun haben. Und Grashüpfer war im Gegenteil sehr fröhlich und immer etwas vorgesungen und immer alles mit guter Laune gemacht. Und dann kam irgendwann Herbst und dann es regnete dann, es kamen so Regentage, es hat viel geregnet und an einem solchen Tagen plötzlich regte sich so Frosch sehr auf, als er gehört hat, dass Grashüpfer ihn etwas da vorsingt und hat ihn angeschrien. Kannst du bitte nicht mal an diesem Tag mal aufhören zu singen? Es regnet den ganzen Tag und du singst den ganzen Tag die Lieder und bist fröhlich. Ich verstehe nicht, warum du so machst. Und der Grashüpfer war ein bisschen überrascht. Er sagte, sagte erstmal gar nichts. Der wurde still und nachdenklich und ein bisschen traurig. Und dann hat er überlegt und dann hat ihn dann Frosch angesprochen. Lieber Frosch, wir sind schon so lange Nachbarn und du redest mit mir nicht, habe ich dich irgendwie verletzt und jetzt sogar hast du mich jetzt angeschrien, dass ich die Lieder singe. Was ist denn los? Was ist mit dir? Sollen wir vielleicht lieber Freunde werden? Der Frosch guckte ihn so böse an, guckte ihn von oben nach unten ganz genau und sagte, wieso soll ich denn dein Freund werden? Guck mal dich an, du bist so hässlich, du bist so komische grüne Farbe hast du und ich habe mit dir nichts Gemeinsames. Ich will mit dir keine Freundschaft haben. Grashüpfer wurde dann traurig und Tränen füllten seine Augen. Der ging dann weg und wollte erstmal darüber nicht nachdenken, aber der war aber trotzdem so verletzt vom Frosch, ja, und seelisch. Und er denkte darüber nach und ging zu seinem Freund Krokodil. Der dachte, der ist gutherzig und auch weise, ich rede mit ihm darüber. Dann hatte der Grashüpfer dem Krokodil das alles erzählt und am Ende sagte, ich weiß jetzt nicht, wie ich weiterleben soll. Ja, wir sind Nachbarn und jetzt so eine schlechte Beziehung, der hat mich jetzt so angeschrien. Und der Krokodil, der war sehr weise, der hat erstmal ganz genau alles zugehört und dann am Ende sagte, ich habe eine Idee. Wir gehen zum Frosch, den Frosch besuchen und wir nehmen so einen großen Spiegel mit. Und dann gingen die zum Frosch. Und der Frosch war aber sehr, der hielt sich von sehr viel von sich selbst und er war so wichtig und der sagte sogar, nee, jetzt geht es nicht, kommt nächste Woche wieder. Ja, die haben geduldig gewartet und nächste Woche, als der Tag kam, da gingen die nochmal hin, haben dann Spiegel mitgenommen, der hat die beiden in den Haus reingelassen und wollte dann was holen, so ein Getränke holen und die haben dann Spiegel an die Wand gestellt. Und der Krokodil sagt, ich bin gespannt, wenn er sich sieht, was er dazu sagt. Und dann, als der Frosch wieder reinkam mit Getränken, dann plötzlich sah er sein Bild im Spiegel und hat sich erschrocken und sagte, hey, was ist das? Was für ein Monster habt ihr mitgebracht? Den habe ich gar nicht eingeladen. Und der Krokodil sagte, das bist du selbst. Und er sagte, was? Das glaube ich nicht. Und damit er das glaubt, die stellten sich neben ihm. Und dann könnte er sehen, dass wirklich da stand Krokodil, der Frosch und der Grashüpfer. Und dann hat er verstanden, dass das wirklich sein Bild war. Das war sein Spiegelbild. Jetzt hat er sich zum ersten Mal im Spiegel gesehen und hat dann gesehen, dass er gar nicht so schön ist, wie er dachte. Das Krokodil sagte dann, siehst du, wir sind alle so ähnlich, wir sind alle ein bisschen grün, einer ein bisschen dunkler, einer ein bisschen heller, aber so sind wir halt. Und ich habe mal gelesen, nicht gelesen, sondern ich habe mal gehört, wie ein Mensch in so einem Buch gelesen hat
Und er hat dann vorgelesen, ich freue mich, dass ich, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Und das können wir uns alle anwenden, dieser Spruch. Und dann schämte sich der Frosch und sagte, ja, ich hatte Unrecht, und entschuldigte sich. Die haben ihn auch entschuldigt, dann haben die zusammen gemeinsam dann Tee getrunken, was gegessen und sind Freunde geworden. Und genau, ich wollte noch euch fragen, von welchem Buch hat dann Krokodil gesprochen in dieser Geschichte? Der hat gesagt, dass ein Mensch in einem Buch vorgelesen hatte. Dieser Spruch steht im Psalm 139, das ist Psalm 14. Da steht, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wir sollen dem Gott danken dafür, dass er uns so gemacht hat, wie wir sind. Ja? Und egal wie wir aussehen, wir sind Gottes Schöpfung und sollen dafür danken dem Gott. Und was noch wichtig ist, in dieser Geschichte hat Krokodil, damit der Frosch dann endlich mal weiß, wer er wirklich ist und wie er aussieht, der hat dann Spiegel benutzt dafür, damit Frosch sich erstmal da in den Spiegel sieht überhaupt, wie er wirklich aussieht. Und für uns, Gott hat dann Bibel gemacht, das ist unser Spiegel. Wenn wir denken, wir sind gut oder besser als jemand, wir fangen uns an zu vergleichen mit jemandem, dann sollen wir einfach in der Bibel lesen, dann finden wir uns da wieder und sind gar nicht so schön vielleicht, wie wir denken. Sollen wir immer machen. Amen.